Spielo. Kirby and the Amazing Mirror, ein Multiplayer-Spiel für den GBA. Ist dazu gedacht, dass man bis zu 4 Leuten halt am GBA dieses Spiel spielt. Hat keiner gemacht, weil sobald man das benutzt hat, hatte das Spiel einen fetten Lag. Okay. Hat alles in dem Spiel verursacht Lag, was irgendwie beide Spieler betrifft. Rein von der Main Story ist es so, eine böse Kraft ist gekommen, hat den Amazing Mirror zerteilt und hat damit auch Kirby in mehrere Kirbys zerlegt. Deswegen haben wir 4 Kirbys. Wir sehen hier oben links das Handy. Mit dem Handy können wir die anderen Spieler zu uns rufen, aka die anderen Kirbys, die jetzt in der Einspieler-Variante vom Computer gesteuert werden. Und können das halt in Bosskämpfen benutzen. Wenn wir Multiplayer nutzen, dann kann es halt auch sein, dass wenn wir Multiplayer nutzen, ist es so, dass auch die Gegner und die Endgegner stärker werden. Deswegen ist es da teilweise unabdingbar, dass wir in den Endkämpfen die anderen Kirbys dazu rufen. Im Singleplayer-Modus ist das nicht der Fall. Es gibt hier eine Hubworld, die haben wir gerade ganz kurz gesehen, und über die Hubworld kommen wir in die Unterwelten. Die sind alle über so kleine Spiegel verbunden und wir werden zwischendrin immer mal kleine Schalter sehen. Und wir sehen gerade die Hauptfortbewegungsart und Weise in diesem Spiel. Das ist Rollen, genau. Der Reifen oder die Rakete sind die Hauptfortbewegungsmittel. Wer Kirby nicht kennt, was jetzt unwahrscheinlich ist, aber vorkommen kann, Kirby kann Gegnerfähigkeiten annehmen, indem er Gegner aufsaugt. So hat er jetzt auch die Rollenfähigkeit bekommen. Zusätzlich dazu gibt es im Level immer mal wieder Boxen. Da sind verschiedene Icons, die durchcyceln. Und darüber bekommen wir auch diese Fähigkeiten. Aber wir werden eigentlich bloß hauptsächlich jetzt in den Leveln den Reifen sehen und nur bei den Endgegnern mal was anderes. Das wird aber meistens die Steinfähigkeit sein. Mit der Steinfähigkeit kann Kirby sich in einen Stein verwandeln und von oben einfach runterfallen und kann auch als Stein nicht verletzt werden. Okay. Wie viele Bosse werden wir in dem Spiel sehen, in dem One? Mainbosses müssten 10 Stück sein. Okay. Ich sehe jetzt die Zwischenbosse, wie jetzt hier das Walross, was ein Zwischenboss ist, nicht dazu. Ah, okay. Weil wir bei den Zwischenbossen werden wir sehr viele alte, bekannte Bosse sehen aus Kirby, während die Hauptbosse für dieses Spiel eher eigen sind. Aber auch da werden wir alte, bekannte sehen, wie in jedem Kirby. Das ist eher so dieses Recycling. Ja gut, ich bin Kirby-mäßig überhaupt nicht bewandert. Ich habe mir vor kurzem eine NES Classic zugelegt, da ist ein Kirby mit bei. Das war das allererste Kirby, was ich je gespielt habe. Ansonsten kenne ich Kirby tatsächlich nur aus Smash. Jorox, ja, das ist ein Speedrun. Ihr seht, wir ignorieren die meisten Gegner bis auf diesen Golem. Den saugen wir jetzt einmal, weil wir die Steinfähigkeit haben wollen. Macht er, jetzt hat er die falsche Fähigkeit eingesaugt. Basti, Zerteiler schreibt, Traumfalke, du hast geatmet, der Blood-Dive kam tatsächlich zu Wort. Ja, das ist wie gesagt bei Kirby jetzt nicht so schwierig, weil hier sehen wir wieder diese Trophäen, die geben uns auch jeweils die Fähigkeit von dem, was auf der Trophäe abgebildet ist. Und oh, guck mal, der Dekobaum. King Golem. Nein, das ist King Golem. Hatte was vom Dekobaum irgendwie. Normalerweise haben wir als ersten Gegner ja immer den Baum. Aber hier haben wir einen Riesengolem. Und wir haben das erste Stück vom zerbrochenen Spiegel wieder gefunden. Das heißt, immer wenn wir einen Endgegner bekämpfen, bekommen wir ein Stück vom Spiegel wieder, den wir zusammensetzen müssen. Warum hat er jetzt resettet? Damit er ins Startlevel reinkommt, weil dieses Ding ist so labyrinthartig aufgebaut, dass er darüber Zeit spart, anstatt dessen, dass er halt zurückgeht. Okay. Manuell. Was auch noch geht, was wir zwischendrin sehen werden, sind die großen Schalter. Mit den großen Schaltern kann er zwischendrin Wege und Spiegel freischalten, um schneller durch die Level zu kommen. Macht man im Multiplayer nur, wenn es nicht anders geht, weil das auch Lag verursacht. Im Singleplayer ist es nicht so schlimm, es kostet einfach nur Zeit wegen der Animation, die dann ausgeführt wird. Okay. Und wir sehen halt, er spart mir großes Erklären vom Manövering, weil wir sehen halt nur den Reifen und dass er genau weiß, wo er hin muss, weil er Speedrunner ist. Und hier haben wir jetzt diesen Schalter gesehen, der diese Verbindung auf der Oberwelt herstellt, dass wir von dem Hub-Spiegel
Das ist diese Welt, wo der Haupt, wo halt dieser Amazing Mirror steht, den wir wieder zusammensetzen müssen, zu diesen anderen Welten zurücklaufen können. Die Reserve oder die Multiplayer-Kirbys, können wir zwischen denen switchen oder sind die wirklich nur playable für Player 2 bis 4? Die sind nur playable für Player 2 bis 4. Wir haben immer nur unseren Kirby. In unserem Fall ist es der Rosane. Es ist halt immer der Host vom Multiplayer, der hat immer den Rosan und die anderen haben dann die anderen Farben, beziehungsweise beim Koop-Run auf der ESA hat man es gesehen, da haben wir zu zweit gespielt. Da ist es dann auch ein bisschen anders. So verharren die Kirbys quasi in der Hub-Welt. Man sieht zwar oben immer, dass sie eine Fähigkeit immer random annehmen zwischendurch, aber im Multiplayer ist es so, dass sie dann auch in den Welten herumlaufen. Zusätzlich zu den Multiplayer-Spielen, wo man selber rumläuft. Und da muss man dann immer ein bisschen aufpassen, weil dann können sie einen nerven, indem sie einfach auftauchen in der gleichen Welt, wo man gerade ist, und einen behindern. Das ist zwar nicht absichtlich, aber passiert. Aber spielen tun wir tatsächlich nur the one and only real Kirby. Wir spielen den rosa Anteil von Kirby, ja. Unter welchen Voraussetzungen könnte ich denn, oder können wir denn über das Handy da, über die App oder wie auch immer, die Kirbys anfordern? Das können wir jederzeit machen, solange wie unsere Batterie vorhanden ist. Du siehst ja, die hat drei Streifen, das heißt, wir können dreimal die Kirbys rufen, bevor wir das Handy wieder aufladen müssen. Ich weiß aber aus dem Kopf leider nicht genau, was zum Aufladen nötig ist, weil man das so gut wie nie sieht. Ja gut, der Akku wird ja länger halten als heutzutage. Es ist ja kein Smartphone. Das Spiel ist ja älter als jedes Smartphone, von daher wird der Akku wahrscheinlich auch länger halten. Das ist ja auch ein Handy. Eben. Ja, Mensch, nee, die Hand kenne ich. Ja. Die Master Hand als Zwischenboss. Es ist nur so, wir verbrauchen einen Akkubalken, wenn wir die anderen Kirbys zu uns rufen. Deswegen können wir halt nur dreimal rufen, bevor das Handy leer ist. Naja, Dampero schreibt gerade, es gibt Batterien zum Einsammeln. Wie gesagt, jetzt im Singleplayer, dann werden wir das nicht sehen. Er wird, glaube ich, nur ein oder zweimal die anderen Kirbys rufen. Weil Singleplayer einfacher ist, das Spiel zu manipulieren, auch wenn es trotzdem doppelt so lang dauert wie im Koop, weil du im Koop halt einfach die doppelte Menge an Leveln schaffst. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum zweiten Boss. As you might imagine from this maze-like layout, there's a lot of different boss orders that we do, but the ones that we put in the beginning are just ones that we do in... Hier haben wir uns jetzt die Schwertfähigkeit geholt, weil wir gegen Fragezeichen kämpfen, der aussieht wie Hollow Knight. Aber nicht Hollow Knight ist. Er hat jetzt Meta Knight gesagt. Meta Knight. Ja, ich wollte gerade sagen, Hollow Knight hatten wir doch gerade. Ich bin noch auf Hollow Knight ran, deswegen Meta Knight, stimmt. Zu viele Knights. Oh. Aber das war nur ein böser, dummer Fake, wa? Ja, das war ein Fake. Fake Knight. Meta-Fake. Meta-Fake. Deswegen wurde da ja auch ein Fragezeichen eingeblendet. Das war ein Meta... Shovel Knight. Shovel Knight hat fehlt noch, ja. Das war ein Meta-Fake. Der war nicht gut platt. Ich weiß. Was machst du? Was kann er jetzt mit dieser Fähigkeit außer rülpsen? Rülpsen kann er immer. Achso. Er kann halt zum Stein werden und kann dadurch mit halt Schalter betätigen. Ich meine jetzt mit dieser aktuellen Fähigkeit, mit diesem... Ja, siehst du, er kann zum Stein werden. Achso, ich dachte, zum Stein kann er generell werden. Na gut. Nein, das geht nur mit dieser Fähigkeit. Ah, okay. Und jetzt macht er einen auf Ninja. Das ist die Kämpferfähigkeit. Ah, okay. Ja, dann war ja gar nicht so weit. Du hast also bestimmte Standardfähigkeiten wie dieses Dashen hast du immer. Du hast das Aufsaugen immer, beziehungsweise Aufsaugen und Ausspucken. Hier haben wir Molly, da warten wir, dass er uns mit Gegenständen bewirft, die wir dann auf ihn werfen. Aber hier ist es so, wenn wir das festhalten und er am Boden ist, kriegt er mehrfach Schaden dadurch und ist dadurch Insta-Death. Okay. Macht er wieder ein Reset, damit er wieder in die Hub-Welt kommt. Und den Kirby-Dance zu skippen auch. Maudi hatte ich gar nicht so süß in Erinnerung, muss ich sagen. Kann nicht Maudi gewesen sein. Vielleicht ein Verwandter von ihm, aber niemals Maudi.
Modi muss man immer töten, sagt Nele. Warum? Diese Grausamkeit. Hier sehen wir wieder, jetzt hat er wieder den Reifen ausgerüstet, damit er, oder aufgesaugt, damit er halt wieder schnell durchs Level rollen kann. Macht natürlich nur Sinn, wenn du sehr viel horizontales Bewegungsfreiheit hast im Level. Warum die einen mit Dingen bewirft? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ja, ja. Es ist halt auch so, so der Charme bei den ganzen Kirby-Spielen ist ja, dass du sehr viele Gegner hast, die du in vielen Spielen immer wieder siehst. Wie jetzt diese Gegner gerade mit den Schirmchen. Oder die Gegner, von denen du die Fähigkeiten aufsaugen kannst, das ist auch ganz normal. So die... in jedem Spiel drin hast. Also hier gibt es eigentlich wenig Gegner, die für dieses Spiel da sind. Okay. Also diese Fake Mirror. Ja. Hier haben wir ein wunderschönes Kanonenlevel, darfst du dich nicht gegen die Spikes werfen lassen. Könnte wehtun, oder? Ja, aber du verlierst sie wenigstens nicht, die Abilities. Wenn du normalerweise in Spikes rein donnerst, ohne Reifen-Ability aktiv zu haben, kriegst du Schaden. Sieht man auch wieder, dass der Runner genau weiß, wo welche Türen sind, die er für seine Route braucht und wie er jetzt die Reifenfähigkeit benutzt hat, um durch einen Gegner durchzudashen. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, wie kommt er da durch ohne Damage? Bestimmte Fähigkeiten machen einen immun. Ja. Also zum Beispiel, wenn du Stein bist, dann bist du unbeweglich, kannst halt nicht getroffen werden. Und ja, hier haben wir dann das Rad benutzt, damit wir den Ritter besiegen können. Haben diese Energiebalken an der Seite da noch irgendeinen Einfluss auf den Gegner oder? Welche? Können die nur uns? Da waren gerade bei dem Boss. Achso, die sind nur Begrenzung, dass du nicht. Also, das sind jetzt nicht für den Gegner oder für uns irgendwelche Damage-Indikatoren. Nö. Hier sehen wir die Animation, die nach dem Bosskampf kommt, die er normalerweise skippt durch Quit and Load. Und das ist die einzige Stelle, wo wir das hier im Run sehen werden, weil es schneller ist, als Quit and Run zu machen, weil er hier von hier aus gleich weiterlaufen möchte. Ansonsten müsst ihr den ganzen Weg erst nochmal dahin laufen. Der nächste Boss, den wir jetzt aufsuchen, ist der Gobbler. Der sehr viel mit Wasser zu tun hat. Nintendo und Wasserlevel. Hast du was gegen All Games Kirby mit Wasser? Weil ja, Kirby ist Nintendo only, aber nicht Nintendo. Entschuldigung. Generell Wasserlevel. Ja, generell Wasserlevel in Jump'n'Runs. Können wir so, glaube ich, verallgemeinern. Ich kenne jetzt keinen Jump'n'Run, wo Wasser Spaß macht, außer bei Echo the Dolphin. Da wäre das ja auch ziemlich sinnvoll, wenn da das Wasser nicht Spaß macht. Nee, generell Wasser auch in RPGs und so weiter. Ja? Legendary Water Temple Ocarina of Time. Ja. Möchtest du etwa was gegen Wassertempel bei Zelda sagen? Nee, würde mir niemals in den Sinn kommen. In allen Spielen, ja? Ja, beste wo gibt, yo? Beste wo gibt's, Walla? Also wenn ich mich an den Echo-Teil auf der Dreamcast erinnere, war das mehr ein Jump and Run oder Jump and Dive, weniger ein Swim and Dive Tiger. Genau, das ist, Fun Fact, Kirby unter Wasser, schon mal eine Boje tauchen sehen? Kommt von Blood Moon. Nein. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. So, jetzt haben wir die UFO-Fähigkeit. Die UFO-Fähigkeit ist ganz nett. Damit können wir frei im Raum herumfliegen und schießen. Enemies have health values and as a result their bodies or whatever stay on screen for a little bit. Wow, Tiger, ernsthaft. So this UFO is gonna allow us to break this bomb block right here.
Meiner Meinung nach immer noch die beste Undervalued-Konsole der Welt. So, hier lassen wir den Bumper aus, weil wie gesagt, die Bumper zu benutzen kosten und um Frames, weil die Animation ja erstmal dann auf die Oberwelt schaltet und uns zeigt, wie wir das freischalten. Hat er jetzt einen Damage Boost genommen. I'm gonna need some help from you in the couch as well. Wanted to wish the best of luck to Swordsman Kirby on his run of Kirby in the Amazing Mirror. I'm so glad. Hast du irgendwelche Spenden in der Zwischenzeit reinbekommen? Ich bin gerade am Schauen, ich bin gerade am Laden, aber ich habe hier. Mich hat keiner angeschrieben und ich habe auch keine deutschsprachigen Spenden leider. Okay. Sonst hätte ich gerne was vorgelesen. Tut mir traurig. Genau. Ihr bleibt live Arbeit, spendet! Und schreibt bitte noch ein GER davor. Genau, schreibt vor euren Namen ein GER und in den Kommentar auch am besten for the German Restream, damit die unsere Kollegen in Amerika nicht gleich den Kommentar löschen oder ablehnen. Nur für mich als Kirby-Unwissender, inwiefern hängen die Spiele allgemein miteinander zusammen? Inwiefern sind die storymäßig verknüpft? Es gibt ein paar, die hängen zusammen, aber das meiste sind eigentlich eher so Standalones. Okay. Könnte man sagen. Das einzig Konsistente ist, dass halt die Gegner immer wieder vorbeikommen. Weil jetzt. Aktuell sind ja wieder Titel für den, oder zuletzt die Titel sind ja alle für den 3DS erschienen. Und das war der Endgegner. Gobbler, und damit haben wir noch ein Stück für unseren Spiegel. Und jetzt geht's auf zu Krakko. Krakko ist so ein All-Time-Favorite bei Kirby, kommt in fast jedem Kirby vor, Spiel vor. Das ist eine große Wolke mit Auge, die Blitze verschießt. Also, ganz. Was hat er denn jetzt spannend auf dem Kopf? Gut. Ah, eine Rakete ist er jetzt. Ah. Ja. Ich dachte schon Rainbow Kirby. Nee. Ich dachte schon so Rainbow Kirby for Political Correctness oder sowas. Nee, das ist der Raketen-Kirby. Kann auch frei durch die Gegend fliegen, wie man sieht. Und ist offensichtlich schneller als einfach nur durch die Gegend rollen. Aber wenn ich springen müssen. Naja, wir haben hier ein vertikales Level und kein horizontales Level. In horizontalen Level ist das Rad überlegen, in vertikalen Leveln die Rakete. Ab und zu das UFO, weil das UFO ein bisschen manövrierbar besser ist als die Rakete. Das hat er auch gerade im Mainstream gesagt, dass halt die Rakete nur 45 Grad Winkel halt fliegen kann um die Kurve, während das UFO sich frei bewegen kann, ist aber langsamer. Also auch gesehen, er hat jetzt wieder auf den Reifen gewechselt, weil das wieder vertikal ist, das Level. Mhm. Ich werde kein horizontal. War das gerade ein Fake-Kirby? Ein böser Kirby? Ja, es gibt hier böse Schatten-Kirbys. Die droppen immer ein Health. Und hier haben wir einen Mini-Boss, das ist eine Feuerfledermaus. Die war mal eine jetzt. Fledermaus. Genau. Jetzt haben wir uns wieder die Stein-Ability geholt. Für Krakko, der damit relativ zügig geht. Was man alternativ auch noch machen kann, um die Gegner zu besiegen, sind die Sterne, die ab und zu erscheinen, aufsaugen und auf den Gegner zu werfen. Das macht auch immer Schaden. Was man dann auch von Super Smash Bros. Kennt. Genau. Einmal den Platz zu reinigen. Ja, Kirby ist immer noch eklig. Gerade im neuen Smash Bros. Ist er eklig. Bitte nicht spoilern, ich habe Ultimate immer noch nicht. Nicht? Nein! Ich habe gerade erstmal eine Switch seit neuestem. Ja, ich gehöre jetzt auch zu Hol dir nicht Breath of the Wild, das ist ein Zeitfresser. Ja, aber alleine für meine Sammlung muss ich es mir holen. Reicht ja nicht, wenn ich es nur für die Wii U habe. Aber wie? Reden wir nicht von Zelda. Genau, da kommt ja jetzt auch dann, glaube ich, ein Kirby-Teil an. Noch raus, ein angekündigter. Glaube ich. Ich wollte eigentlich auch nur angeben, dass ich jetzt zu den coolen Kids gehöre, weil ich jetzt. Zwei Jahre nach Erscheinungstermin, da mal dir eine Switch gekauft hast.
Als Konsolensammler muss man die auch irgendwann mal haben, nur wenn man nicht so viel Geld dafür hat, gerade mal eben alles... Dann sollte man sich die wichtigen Konsolen zuerst holen. Wer braucht schon eine PS4? Oder eine Xbox One? Wenn er eine Switch haben kann. Das Problem ist ja, alleine bei der Standard PlayStation 4 hast du ja 4 oder 5 verschiedene Revisionen mittlerweile. Ich weiß nicht, du brauchst doch eh aktuell nur eine Pro. Wenn du Konsolensammler bist, willst du ja... Ja, da haben wir nochmal das Walrus, was wir schon mal hatten. Das hätte aber auch Mauli sein können, oder eine Mischung aus beidem. Ist vielleicht mit Mauli verwandt. Nein, das ist ein Walrus. Okay. Ist auch ein normaler Zwischengegner. Und da haben wir wieder einen Stern für eine Warp Zone. Und wir sind jetzt im Himmel. Wie sind wir her von der Zeit her? Frag nicht. Okay. Ich meine, er ist relativ konsistent, er hat jetzt wenig Fehler gemacht. Aber ich glaube nicht, dass es eine neue PB von ihm wird. Also gestorben sind wir ja noch gar nicht. Und ich glaube, er ist, also in einem Kirby-Spiel zu sterben ist relativ schwierig. Ja, du hast mich noch nicht spielen sehen. Gibt immer ein erstes Mal. Aber du siehst, es liegen sehr viele One-Ups rum. Ich meine, es ist auch immer so ein... Viele Leute sagen, die Kirby-Spiele sind so einfach, die sind nicht einfach. Du kannst sie relativ einfach durchspielen, aber wenn du bestimmte Sachen haben willst, dann wird das Spiel richtig schwierig. So, hier haben wir uns wieder die Reifen-Ability geholt, weil horizontal sind wir damit schneller. Da liegen überall leckere Kirschen. Ja, die geben dir auch wieder Leben zurück, aber wir verlieren ja kein Leben, also warum sollen wir das einsammeln? Dauert, braucht ja nur Zeit. Genau. Sehe ich ein. Wir sind übrigens jetzt auf dem Weg zum Master und Crazy Hunt. Okay. Ah. Ja, eine Hand. That means I need to do these wheel jumps. It's a little bit trickier. And he has a tendency of getting trolled by that fight a lot more, but that one faced me. So easy aus. Wahrscheinlich casual bist du sehr viel langsamer und bist diese ganze Zeit sowieso erstmal am gucken, weil in jedem Level sind tonnenweise Spiegel, tonnenweise Wege. Es ist wirklich ein riesiges Labyrinth, das Spiel. Deswegen gehe ich auch nicht auf die ganzen Wege ein, weil das würde das Ganze etwas sprengen und du würdest dich sowieso auf der Hälfte nicht mehr auskennen. Das würde ich auch gar nicht beschreiben. Und trotzdem rennt, fliegt er damit seitwärts. Achso, behält er für diese Stage, ja, okay. Ja. Ja, es ist einfacher, weil dieses Level halt immer wieder zwischen horizontal und vertikal wechselt. Und du kannst mit der Rakete ja beides abdecken. Mhm. Kann man uns jetzt aber die Feuerfähigkeit? Kann man eigentlich irgendeine Fähigkeit zwischenspeichern? Nee, ne? Nein. Das geht nicht. Wäre ja einfach. Oh, guck mal, wir kriegen Applaus. Ja. Das Einzige, was du machen könntest, wäre die anderen Kirbys zu Hilfe rufen, wenn einer davon eine Ability hat, die du haben möchtest, und dann hoffen, dass der Endgegner ihn trifft und ihn und dir dann die Ability Stern, der aus ihm rausfällt, aufsaugen, um die Fähigkeit zu bekommen. Das sind die Masterhände, Latis. Die Masterhände gibt es schon sehr, sehr lange. Ich weiß nicht mal, ob Zelda wirklich das erste Vorkommen von den Masterhänden war. Das war ja, glaube ich, Zelda 2, wo die das erste Mal vorgekommen sind. Uff, da fragst du mich jetzt was. Kirby, oder? Ich weiß es nicht, aber Kirby und Zelda haben beide die Masterhände drin, schon relativ lange. Und jeder hasst sie. Zumindest bei Zelda. Weil die sammeln dich auf und werfen dich zurück an den Anfang vom Dungeon. Ach, du meinst hier, die Hände meinst du. Ja, die wollen Link ja eigentlich auch. Tiger hat gerade geschrieben, die sind bei Zelda 1 da. Ja, die kamen schon bei Zelda 1. Ich musste erstmal an gedanklich übersetzen, dass du die Hände meintest. Fun Fact, eigentlich sind diese Hände ja eigentlich gar keine Feinde. Die haben Angst und machen sich Sorgen dadurch, dass ein kleiner Junge da durch so einen gefährlichen Dungeon rennt und wollen ihm nur nach draußen helfen. Du, kann man das auch interpretieren. Du wirst es anders interpretieren, wenn du Smash Bros. Gespielt hast.
Glaubst du das, Steve? Das weiß ich nicht. Zelda hießen die Hände Wallmasters, oder? Ja. Da haben wir jetzt Wiz. Der trägt auch einen schönen Zylinder. Ja. Boah, von unten ans Kinn. Oh, guck mal, wir können uns wieder vernünftig schminken. Schön. Ja, und wir haben den Spiegel wieder hergestellt. Yay! Alright, so now that the mirror is complete, we can actually jump into it and go to the final boss sequence. Muss mich mal kurz muten. Nico Boy, das geht auch allgemein eher um das Thema, wo so Hände ohne Körper vorkommen. Ja, jetzt holen wir uns nochmal die Stein-Ability, rufen die anderen Kirbys, damit sie nicht mit uns in diesen Kampf reingehen. Gegen Dark Meta Knight. Das ist diesmal ein richtiger Meta Knight oder wieder so ein Fakey? Ah, das ist Dark Meta Knight. Achso. Also auch der so ein Spiegel Wannabe. Hat von Meta Knight halt auch einen dunklen Klon erstellt. Also auch nur wieder ein Wannabe. Okay. Genau. Jetzt gehen wir da in den Strudel und der echte Meta Knight erscheint und wirft uns sein Schwert hinterher. Ach, ist er also doch gut, ja? Doch ein guter. Oder er wollte uns treffen. Hier benutzen wir jetzt einen Trick, indem wir den Stern und das Schwert gleichzeitig aufsaugen und im richtigen Moment auf den Gegner werfen. Ist das ein Insta-Kill von der Phase? Okay. Wow. Damit haben wir Dark Mind 1. Ist das so gewollt oder ist das ein... Ja, das ist denke ich so gewollt. Oder ist es einfach nur ein Glitch? Na gut. Und da haben wir Dark Mind 2. Selbes Spiel. Respekt. Wie viele Phasen hat der Gegner? Drei? Ja. Nein, eigentlich fünf. Okay. The reason why it's tricky is because the stars that Dark Mind spawns can actually ruin the second hit. Borderbear, Nabend. Ja, ist schon wieder soweit. HGDQ. Und Nabend. FI5TER. Ich möchte den Namen jetzt so nicht aussprechen. Wieder gleiche Spielchen. Schwert loslassen, Schwert und Stern gleichzeitig aufsaugen und Insta-Kill beim Ausspucken. Und wir sind auf dem Weg zur nächsten. Das können wir bei jeder Variante von ihm machen, oder? Anscheinend. Noch mal? Nein, das können wir bei jeder Variante von ihm machen. Okay. Hier macht er jetzt mal was anderes. Okay, ein Insta-Kill. Ja, er hat den Boss jetzt manipuliert, damit er ihn besser treffen kann. Okay. Und das hat das Ufo bekommen? War jetzt eher so Wendo, ja? Eine zufällige... Okay. Haben wir auch schon ein, zwei Mal. Du kannst über bestimmte Gegner, die du aufsaugst, dieses randommäßige bekommen. Und wenn du im richtigen Moment drückst, bekommst du halt die Fähigkeit, die du möchtest. Okay. So, jetzt haben wir Dark Minds Final Form. Und hier ist der Punkt, du musst immer aufpassen, weil sobald du dieses Auge verletzt, schließt es sich kurz und in der Zeit kannst du halt keinen Schaden an ihm machen. Wenn man sieht, kann man den auch ohne Schwert besiegen. Macht das damage-mäßig irgendeinen Unterschied? Normalerweise? So, jetzt brauchen wir unseren Warp-Stern. Und, ja. Müssen das Auge jetzt so erschießen. Wollen wir noch ein bisschen Space Shooter spielen? Oh, Autoscroller! Ja, Autoscroller. Das ist wieder was für mich. Fliegen und Autoscroller. Naja, es ist ja kein wirklicher Autoscroller. Der Hintergrund bewegt sich halt. Und dann haben wir Time. Ach Mensch. Ja, direkt kurz und schmerzlos. Und danach kann man es noch weiter treiben mit dem Auge. Ja, interessant. Kannst es weitermachen. Du kannst es während der ganzen Credits machen. Auch ein Weg, die Leute dazu zu bringen, die Credits anzuschauen. Nett. Ja,
und hi, Rambal. Hallöchen. Welcome back, Rambal. Schön, ich Kirby-Spiel. Jo. Kirby. Wenn man den Weg nicht kennt, kann das, denke ich, sehr frustrierend werden. Ich glaube auch. Bei den ganzen Spiegeln, die da drinnen vorkommen. Ich fand Kirby's Dream Land teilweise schon verwirrend, aber okay. Ich glaube, Blood Dive hat gerade für ein Quote gesorgt. Was? Warum? Wie hat er das jetzt geschafft? Du musst Alex gucken. Guck dir Alex Posting an im Chat. Treiben wir dem. Oh, guck mal, da ist der Fake Kirby. Genau, der hat uns ja zum Schluss auch geholfen. Ja. Fake Kirby, Freund. Ja, man kann es auch weiter treiben mit dem Auge. Ja.